Wir wollen uns noch mal einen Überblick verschaffen über all die vielen Details, die es da mittlerweile schon gibt. Jan-Friedrich Funk jetzt hier im Studio. Ich grüße dich, guten Morgen. Lass uns vielleicht das Ganze noch mal ordentlich geografisch auch einordnen. Ja, das Problem an der Sache ist, es gab ja nicht nur ein Beben, sondern ganz viele Beben. Und wir haben dann drei größere rausgegriffen und haben dann noch mal angeschaut, wo die sind. Das war nämlich einmal in einer Stadt, zwei hintereinander mit ein paar Stunden Abstand. Das werden wir gleich sehen. Und dann auch noch in einer anderen Stadt. Also wir hier, Karaman Maras. Dort ist in der Nacht, hat es einmal gebebt und ungefähr 6-7 Stunden später ein zweites Mal das Problem war. Viele sind eben dann schon wieder in ihre Häuser gegangen und haben dann das zweite Beben vielleicht nicht überlebt oder sind erst beim zweiten Beben verschüttet worden. Zwischendrin gab es bei der Stadt Gaziantep eben auch nochmal ein starkes Beben. Und diese ganze Region hier unten im Südosten der Türkei hin bis Diyarbakır oder auch bis Idlib in Syrien ist jetzt betroffen. Und viele Menschen rufen nach Hilfe. Natürlich klopfen sie, auch da haben wir ein paar Videos mitgebracht, sie klopfen, sie rufen, aber zum Teil machen sie das auch so, dass sie sich selber filmen, wie wir gleich sehen werden an einigen Beispielen, und dass sie selber dann auch innerhalb dieser Videos nach Hilfe rufen. Diese Frau zum Beispiel, da wird gerufen, ja, wir sind verschüttet, wir brauchen Hilfe, wir können uns hier nicht mehr bewegen, wir sind eingeschüttet in unserem Wohnzimmer. Hier zum Beispiel eine ganze Familie, die versuchen sich mit bloßen Händen direkt jetzt auszugraben und sich mit bloßen Händen zu retten. Und auch hier dieser junge Mann, der ruft nach seiner Mutter und fragt, wo bist du, wo bist du? Wir finden dich nicht mehr, ich finde dich nicht mehr. Sagt dann, wir sind hier in diesem Haus, in dieser Stadt. Und auch hier zum Beispiel ist eine ganze Familie eingegraben. Man sieht es an diesen Bildern, die Menschen sind verzweifelt. Man hört tatsächlich auch ihre Schreie und ihre Panik. Ein anderer ist ganz ruhig, der sagt zum Beispiel, ja, ich bin in diesem Haus, wir sind verschüttet, wir sind im siebten Stock, in der siebten Etage, aber hier läuft jetzt Wasser ins Haus, bitte helft uns. Also da sieht man diese Bilder, die dann eben auch über die Welt gehen, auch von den Opfern dann tatsächlich selber, die wirklich Panik verbreiten, die dann sagen, wir müssen hier raus, klopfen reicht uns nicht. Und diese Bilder erreichen uns dann eben auch, wo eben die Leute wirklich verschüttet sind und sich selber dann auch filmen, um Hilfe zu rufen. Aber unter Umständen ist das auch eine Möglichkeit, dass die Hilfstrupps sie eben dadurch leichter und schneller finden. Danke für den Moment. Die Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder unterstützt die vom Erdbeben betroffenen Kinder, stellt 1 Million Euro Soforthilfe bereit. Wenn Sie die Organisation auch unterstützen wollen, unter der eingeblendeten IBAN-Nummer und mit dem Verwendungszweck Erdbeben Türkei und Syrien, können Sie den Betroffenen mit einer Geldspende helfen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.